Also habe ich mir das Produkt mal bei DM genauer angeschaut und ich war überrascht. Willkommen zu einer neuen Folge Kücheninsights. Ihr wisst ja, ich bin so ein kleiner Food-Nerd und ich liebe es einfach, Sachen rund um das Essen zu perfektionieren. Also nicht nur das Essen selbst, sondern auch das, was letztendlich als Grundzutaten dazugehört, also die Lebensmittel, die man so einkauft. Ich gehe nicht so einfach in den Laden rein und kaufe mir irgendwas, sondern ich suche wirklich, was sind die besten Qualitäten. Und genau dieses Wissen möchte ich mit euch in diesem Format teilen. Also ich sage euch nicht nur, was ich kaufe, sondern auch, warum ich die Sachen kaufe. Falls ihr also an Videos rund um das Thema Ernährung interessiert seid, lohnt sich das also auf jeden Fall diesen Kanal zu abonnieren. Und ein Laden, in den wir besonders häufig gehen, um eben auch so viele Grundprodukte zu kaufen, ist DM. Und wenn ich von wir spreche, meine ich Sabina und mich, wir machen diesen YouTube-Kanal zusammen. Dein Einsatz! Hallo! Wir haben euch ja bereits vor einiger Zeit eine Folge Kücheninsights zu DM-Produkten gemacht. Da ging es ja vor allem auch um Grundzutaten, die wir wirklich immer zu Hause haben. Und daran hat sich auch tatsächlich nichts geändert, außer, dass mit der Zeit noch einige Produkte dazugekommen sind. Und da sind auch einige wirkliche Geheimtipps dabei, die vielleicht so die einen oder anderen gar nicht auf dem Schirm haben. Und um die soll es heute gehen. Starten wir also direkt. Produkt Nummer 1. Der Herbst ist zwar vorbei, aber dieses Produkt kann man das ganze Jahr über genießen. Möge die Anreichfee mir was anreichen. Sehr gerne. Das ist eine Kürbiscreme. Die besteht zum Beispiel aus Kürbis, vor allem als Hauptzutat, Olivenöl, Meersalz, Zitronensaft und Essig. Dadurch ist sie einerseits sehr puristisch, clean, aber andererseits ist die auch einfach sehr natürlich vom Geschmack. Schmeckt wirklich gut, zum Beispiel als Brotaufstrich, als Dip oder ihr könnt es einfach mit Hafersahne zu einer Kürbissahnesoße machen. Und damit vereint das direkt zwei Probleme, die viele Leute so haben. Einerseits, was schmiere ich mir aufs Brot und andererseits, wie mache ich schnell eine Nudelsoße? Ich war selbst überrascht, wie lecker so eine einfache Kürbiscreme schmecken kann, deswegen absolute Empfehlung. Und für alle Leute, die vielleicht das noch puristischer wollen, also im Sinne von nur Kürbispüree, zum Beispiel um einen Kürbiskuchen oder ähnliches zu backen, gibt es tatsächlich bei DM auch dieses Produkt. Das ist einfach ein Kürbispüree, der einfach nur aus Kürbis und etwas Wasser besteht. Auch spannend. Weiter geht's mit dem nächsten Produkt. Ein weiteres Problem, was ja viele Leute haben, ist so der kleine Snack zwischendurch. Wenn einmal der kleine Hunger packt, dann weiß man ja nicht so richtig, was man essen soll. Und da ist ein beliebtes Produkt, die Reiswaffel. Und da gibt's eine Alternative bei DM, die ich super spannend finde. Rein Reichfee bitte. Danke. Das sind Linsenwaffeln. Die Linsenwaffeln haben gegenüber den Reiswaffeln zwei große Vorteile. Zum einen haben die deutlich mehr Proteine, nämlich mehr als das Dreifache vom Proteingehalt der Reiswaffeln. Zum anderen haben die auch deutlich mehr Ballaststoffe, weswegen die insgesamt viel, viel sättigender sind. Und warum Ballaststoffe ein richtiger Foodhack sind, habe ich euch ja bereits im letzten Video gesagt. Zum Geschmack, die schmecken linsig, also man schmeckt den Linsengeschmack raus. In den Rezensionen bei DM gibt es immer wieder Leute, die behaupten, die würden fischig schmecken. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Leute, die sagen, dass es nicht fischig schmeckt. Ich finde, es schmeckt einfach nach Linsen. Könnt ihr also pur genießen oder zum Beispiel mit einem Brotaufstrich, zum Beispiel dem Kürbispüree von gerade oder mit einem selbstgemachten Schokoaufstrich. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Produkt. Wer unser letztes Video gesehen hat, hat vielleicht schon das Rezept für unseren selbstgemachten, rein pflanzlichen Schokonussaufstrich gesehen. Und dafür braucht man eben genau eine Zutat, die ist ganz wichtig, Haselnussmus. Was das Nussmus von DM angeht, muss ich sagen, ist das nicht meine erste Wahl. Das von Kaufland hat mir tatsächlich etwas besser geschmeckt. Das von DM ist etwas öliger, aber nichtsdestotrotz auch geschmacklich eigentlich astrein. Abseits von dem Schokoaufstrich benutzen wir Haselnussmus tatsächlich gar nicht, weil es relativ ölig und fettig ist und wir deswegen Mandelmus oder Erdnussmus eigentlich leckerer finden. Aber für den Schokoaufstrich haben wir das halt immer da. Und damit sich das hier nicht doppelt, falls ihr das Rezept sehen wollt, schaut einfach mal nach dem Video bei unserem letzten Video vorbei. Jetzt kommt eine Sache, die gibt es gefühlt schon eine Ewigkeit bei DM, aber es ist ein echter Geheimtipp, weil ich nicht weiß, ob das Leute so auf dem Schirm haben. Und zwar Sojaflocken. Sorry. Die Sojaflocken sehen aus wie Cornflakes. Man kann die auch verwenden wie Cornflakes, zum Beispiel im Müsli oder wenn wir in den Sommermonaten unseren Frühstücksjoghurt mit Müsli machen, kann man sowas auch darüber streuen und das ist ein super Topping. Aber im Gegensatz zu den normalen Cornflakes sind die hier ohne zugesetzten Zucker, denn die bestehen zu 100% aus Soja. Und dadurch, dass sie eben zu 100% aus Soja bestehen, sind sie eben sehr eiweißreich. Die haben tatsächlich über 40% Protein. Sie sind sehr kohlenhydratarm, nämlich nur 3%, also eignen sich theoretisch auch für eine Low-Carb- oder No-Carb-Ernährung, auch wenn es jetzt nicht so unser Ding ist. Und abgesehen davon haben die auch noch sehr viele Ballaststoffe, nämlich gut 20%. Also da sieht man wieder, dass Soja ein echtes Superfood ist. Und wer nach High-Protein-Frühstück sucht, ist das hier eine super Möglichkeit. Auf der Verpackung stehen auch noch einige Verwendungszwecke für eher herzhafte Gerichte, sei es jetzt Buletten oder ähnliches. Da haben wir das jetzt selbst noch nicht benutzt, kann man aber auch nochmal sich proteinmäßig anreichern. Apropos Proteine, das bringt uns schon zum nächsten Punkt. Gerade zum neuen Jahr machen sich ja viele Leute gute Neujahrsvorsätze, sei es
dass sie gesünder essen wollen, dass sie abnehmen wollen oder dass sie fitter werden wollen. Und da kommt immer wieder die Frage nach Proteinpulver oder Proteinshakes auf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten Proteinpulver oder Shakes, die es so im Handel gibt, sind echt nicht so mein Fall. Die enthalten für meinen Geschmack häufig viel zu viel Schnickschnack, der da meines Erachtens so nicht reingehört. Entweder sind die viel zu überaromatisiert mit künstlichen Aromastoffen oder übersüßt mit künstlichen Süßstoffen. Wir durften jetzt allerdings die Proteinpulver von InnoNature ausprobieren und die sind quasi wie für mich gemacht. Einerseits sind die sehr clean. Da ist kein industrieller Zucker drin, keine Konservierungs- und Farbstoffe und auch kein Gluten. Außerdem sind sie 100% pflanzlich und sogar PETA-zertifiziert. Und geschmacklich sind die auch genau mein Fall. Die haben einfach nur eine natürliche Süße, ein leichtes Aroma, zum Beispiel nach Schokolade oder nach Vanille und schmecken halt null künstlich. Wer uns schon länger verfolgt, weiß ja, dass wir die Nahrungsergänzungsmittel von InnoNature sehr gut finden, denn das ist ja eine der wenigen Firmen, die im Labor überprüfen lässt, ob das drin ist, was auch auf der Verpackung draufsteht. Und das ist ja gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln, wo eben auch viel Schmuh betrieben wird, uns besonders wichtig. Da ist vielleicht für einige von euch auch das vegane Starter-Set besonders interessant, denn das enthält nämlich Vitamin B12, Vitamin D3 in Verbindung mit K2 und Omega-3-Kapseln. Und aktuell gibt es bei InnoNature auch eine Fit ins neue Jahr-Kampagne, bei der einige ausgewählte Produkte auch noch einen extra Rabatt bekommen. Dazu zählen zum Beispiel hier die Proteinmixe, aber auch das Lemon Morning, was eine Kombination aus drei beliebten Morgenritualen ist, Ingwer-Shot, Apfelessig und Zitronen. Wasser oder auch Bittertropfen mit Vitamin B12 und auch noch weitere Produkte. Schaut da also gerne mal bei InnoNature vorbei. Und mit dem Code YUMMY10 bekommt ihr auch noch 10% Rabatt zusätzlich. Auch auf alle anderen Produkte, die nicht in der Aktion enthalten sind. Klickt dazu einfach mal auf den ersten Link in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Produkt. Jetzt kommt eine Sache, die ich so als Produkt eigentlich gar nicht empfehlen wollte, aber irgendwie doch. Aber lasst mich das mal eben erklären. Liebe Anreichfee, Reinreichfee. Sehr gerne hier. Und zwar dieses Kartoffelfix-Produkt. Es ist ein Kartoffelgewürz, was eben noch zwei Kleinigkeiten in sich hat, die es aber in sich haben. Das kann man so nehmen und das lohnt sich auch tatsächlich, denn das ist mehr als nur Salz. Man kann es theoretisch aber auch selber machen und deswegen war ich mir jetzt eigentlich gar nicht sicher, ob man jetzt dieses Produkt nehmen muss. Aber ich dachte, ich nutze einfach mal die Gelegenheit, um euch kurz mitzuteilen, was es für zwei Tricks gibt, mit denen man Kartoffeln würzen und besser knusprig bekommen kann. Hier sind einerseits diese ganzen typischen Gewürze und Kräuter drin, die man so von so Kartoffelgewürzmischung erwartet. Also sprich Salz, Paprika, Knoblauch, italienische Kräuter. Aber eben zwei Zutaten, die gerade an der Knusprigkeit noch was tun. Und zwar ist da einmal Hartweizengrieß drin, was eben diesem Ganzen eine Griffigkeit und auch eine etwas kernigere Textur verleiht, aber auch noch ein weiterer Punkt, nämlich Stärke. Falls ihr nämlich Kartoffeln in Stärke wälzt und backt, wird es nämlich knuspriger. Das ist übrigens auch ein Tipp, um Süßkartoffeln knusprig zu bekommen, die ja sonst häufig auch so lasch oder labbrig werden. Dieses Kartoffelfix-Gewürz rührt man einfach mit etwas Öl an und kann damit dann die Kartoffeln bestreichen oder die da drin wälzen. Also für die Leute, die keinen Bock haben, sowas selber zu machen, ist diese Tüte natürlich gut. Für alle anderen Leute kann man es natürlich auch mit selber mischen ein bisschen günstiger hinbekommen. Wo wir gerade eher in der Kategorie Mittagessen sind, gibt es auch noch eine spannende neue Sache, die es bei DM gibt. Und zwar gibt es diese Tütchen mit Couscous. Also nicht im klassischen Couscous aus Getreide, sondern Couscous aus roten Linsen und Kichererbsen. Wir haben ja neulich erst ein Video mit Nudelalternativen gemacht. Da passt das natürlich perfekt und deswegen wollten wir das in dieses Video hier mit reinnehmen. Die haben ja natürlich auch noch den großen Vorteil, da sie aus Hülsenfrüchten bestehen, dass sie einerseits sehr viel Ballaststoffe, aber auch andererseits sehr viel Proteine enthalten. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass Ballaststoffe eine gute Sache sind? So, dann jetzt vielleicht ein Produkt, was viele Leute hier nicht erwarten, aber irgendwie doch hier reinpasst. Die Reinschmeißfee. Cranberries gesüßt. Und zwar mit Apfelsaftkonzentrat, also verstecktem Zucker. Und ihr wisst ja, in dieser Küchen-Insights-Reihe geht es ja eigentlich darum, diese besonders cleanen und eher gesünderen Alternativen vorzustellen. Da würde man jetzt sowas vielleicht nicht erwarten. Aber bei gesunder Ernährung muss man aufpassen. Es geht nicht darum, immer diese 100% zu erreichen und sich total verrückt zu machen, dass man jetzt an jeder Stellschraube dreht und immer nur das Gesündeste vom Gesunden bekommt. Denn wie ich immer in jedem Video sage, Essen muss auch schmecken und Lebensfreude bereiten. Und Cranberries, das ist bei uns ein Punkt, der sorgt auch eher dafür, dass wir mehr von den gesunden Sachen essen. Wir benutzen Cranberries zum Beispiel so, dass wir die über einen Salat, über eine Bowl drüber streuen, dass man so ein paar Cranberries als Topping hat und dadurch so eine knackige, süß-saure Note reinbringt, die das Ganze einfach viel interessanter und abwechslungsreicher macht. Und das bisschen Zucker, was man sich dann letztendlich über seinen Salat drüber streut, macht es dann auch nicht wirklich aus. Wenn es dann dafür sorgt, dass ihr auf der anderen Seite eben viel mehr gesunden Salat und gesundes Gemüse zu euch nehmt. Abgesehen davon, ich weiß nicht, ob ihr schon mal Cranberries in der
ungezuckerten, ungekochten Variante gegessen habe. Die sind so extrem sauer, die kann man, glaube ich, pur gar nicht essen. So, zurück jetzt zu den gesünderen Alternativen. Da habe ich für die kleinen Snack-Kätzchen unter euch auch was gefunden. Ich glaube, die darf man nicht werfen. Das sind nämlich Snackbrezel, aber nicht irgendwelche Snackbrezel, sondern welche, durch die dreimal die Sonne geschienen hat. Also was auch immer das bedeuten soll. Aber Spaß beiseite, diese Brezel sind aus Vollkorn. Das ist schon eine echte Besonderheit. Jetzt war ich aber erstmal ein bisschen skeptisch, weil Vollkornprodukte schmecken manchmal nicht so gut. Aber ich muss sagen, die hier fand ich echt lecker. Also schmecken fast genauso wie konventionelle Snackbrezel. Die haben auch eine ziemlich cleane Inhaltsstoffliste. Allerdings gibt es da zwei Knackpunkte. So Brezel haben ja immer eine ganze Menge Salz drauf und die Snackbrezel auch eine ganze Menge Salz drin. Wir haben nämlich einen Salzanteil von knapp über 5%. Boah. Das ist schon echt viel. Und das zweite ist, hier ist allerdings ein kleiner Anteil Palmfett drin, das aber unter 5%. Aber nichtsdestotrotz, wenn man mal Lust auf so Brezel hat, warum dann nicht die Vollkornbrezel nehmen, wenn die doch fast genauso schmecken? So, weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber letztens lief ja dieses Jenke-Experiment zum Thema zuckerfrei. Für uns ein super spannendes Thema. Und da ist uns eine Sache so als kleine Hintergrundinfo im Bild aufgefallen. Die fanden wir doch ein bisschen verwirrend. Und zwar eine Tomatensoße, wo groß der Schriftzug ohne Zuckerzusatz draufsteht. Und das im Kontext von verstecktem Zucker. Also habe ich mir das Produkt mal bei DM genauer angeschaut. Und ich war überrascht. Denn das Produkt passt nämlich eigentlich viel besser in dieses Video hier als das von Jenke. Es handelt sich nämlich um diese Kindertomatensoße. Und da vorab, Kindertomatensoßen sind durchaus problematisch. Gerade bei Kinderprodukten ist es nämlich häufig so, dass da Mengen an verstecktem Zucker drin sind, weil diese Produkte ganz gezielt den Geschmack von Kindern abholen wollen. Die hier ist jetzt aber ein Positivbeispiel, denn die hat einerseits eine super cleane Zutatenliste und da konnte man auch keinen versteckten Zucker finden. Klar, so ein Tomatenmark hat natürlich auch von sich aus schon Süße, aber ich habe das einfach mal verglichen mit der klassischen DM-Tomatensoße. Und hier ist tatsächlich weniger Gesamtzucker drin. Also eigentlich ein ganz gutes Produkt und auch mal wirklich eins, wo man sagen kann, für Kinder. Und weil gerade bei Kindern ja auch das Auge mit ist, gab es noch ein anderes spannendes Produkt für Kinder, was ich da auch gefunden habe in der Ecke vom gleichen Hersteller. Und zwar so Kindernudeln in drei Farben. Da sind einerseits Gemüsepulver drin, was ich erstmal so ganz gut finde. Aber das andere, was ich auch sehr spannend finde, hier ist auch noch ein ganz betrachtlicher Vollkornanteil drin. Das heißt, gerade wenn man die Kinder vielleicht an so Vollkorn gewöhnen möchte, ist das vielleicht auch ein gutes Produkt. Denn die bestehen nämlich aus Vollkorn und nicht Vollkorn. Man kann natürlich auch seine Kinder von vornherein an Vollkorn gewöhnen. Das ist auch eine Option. Warte mal ab, das geht. Und jetzt der krönende Abschluss. Ihr wisst ja, wir haben über die letzte Zeit unser Frühstück perfektioniert. Wir haben erstmal angefangen, unser super leckeres Frühstücksporridge zu bereiten, indem wir mit Pflanzenmilch unsere Haferflocken kochen. Dann haben wir allerdings festgestellt, dass es doch besser sein könnte, wenn man die Haferflocken vorher einweicht. Das erhöht nämlich nicht nur einerseits die Nährstoffaufnahme, sondern wir haben auch gemerkt, dass das Einweichen auch für den Geschmack und die Konsistenz besser ist. Und da ist nämlich sogar ein Unterschied, ob man das nur eine Stunde einweicht oder sogar über Nacht. Das war uns aber nicht genug, denn dann haben wir noch was herausgefunden. Eine der positiven Eigenschaften, die man dem Hafer ja nachsagt, liegt ja an dem Ballaststoff Beta-Glucan. Das soll nämlich den Blutzuckerspiegel flach halten. Und da gibt es ein Haferprodukt, was dann noch deutlich besser ist als die Haferflocke selbst, nämlich Haferkleie. Und auch die kaufen wir ja bei DM und das haben wir auch schon im letzten DM-Video gesagt. Da haben wir jetzt aber ein Produkt gefunden, was vermeintlich noch besser ist. Weizenkleie. Weizenkleie hat nämlich einen noch höheren Anteil an Beta-Glucan, also diesen Ballaststoff, der eben den Blutzuckerspiegel flach hält. Und bevor jetzt die Ersten kommen und sagen, das ist ja nur für Leute mit Diabetes oder Leute, die abnehmen wollen, relevant, den Blutzuckerspiegel konstant zu halten, hat eigentlich für alle Menschen gesundheitliche Vorteile. Ihr müsst euch natürlich jetzt nicht wegen solcher Sachen verrückt machen, aber diese Videos sind ja genau dazu da, um euch so ein bisschen Food-Wissen auch zu vermitteln und ihr könnt ja selbst gucken, was ihr von diesen Food-Hacks auch umsetzen wollt oder welche nicht. Wir sind natürlich so ein paar kleine Food-Nerds, und wir lieben das natürlich, Dinge zu perfektionieren, auch manchmal eben richtig ins Detail zu gehen und uns zu informieren und wollen natürlich dieses Wissen auch mit euch teilen. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass ihr abonnieren lohnt und wenn ihr schon da unten seid, könnt ihr auch dem Video gleich einen Daumen nach oben geben. Das hilft uns immer sehr, wir freuen uns, ihr kriegt gutes Karma. Ihr seid super, lieben Dank. So, zurück zur Weizenkleie. Und kleine Food-Nerds, wie wir sind, haben wir natürlich einmal die Haferkleie gegen die Weizenkleie im Experiment getestet. Beim übernächtlichen Einweichen in Wasser ist uns dann schon aufgefallen, dass die Weizenkleie viel mehr Wasser bindet. Das hat natürlich auch genau den Hintergrund, weil da eben mehr von dem Beta-Glucan enthalten ist, was ja eben Wasser bindet. Also als kleiner Tipp, ihr müsst hier auf jeden Fall mehr Wasser nutzen. Trotzdem kann ich euch leider nicht dazu raten, eure Haferkleie durch Weizenkleie für diesen Anwendungsfall zu ersetzen, denn das Ganze hat nicht nur einfach schlecht geschmeckt, sondern es wurde auch nicht so cremig.
Also die Konsistenz, Textur war nicht so schön. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass gerade für Leute, die zum Beispiel ihr Brot selbst backen oder andere herzhafte Sachen mit Weizen machen, dass Weizenkleie da eine sehr gute Ergänzung sein kann. Deswegen wollte ich das trotzdem mal in diesem Video erwähnen. Das waren jetzt unsere Ergänzungen von DM und falls ihr mal sehen wollt, was die absoluten Basics sind, die wir auch immer noch heute benutzen, dann klickt doch gerne mal hier. Und falls euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr den Kanal abonniert, sehen wir uns auch beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss und peace out.